Moin Moin und hallo, kommen Sie rein, können Sie zuschauen. Willkommen zurück bei Return One Way Trip in der S-Bahn unseres Vertrauens. Wir sind nicht mehr alleine, denn in der letzten Folge haben wir unseren Freund Yuta wiedergefunden. Der war weggelaufen und hat mit diesem ganzen Drecksmist überhaupt erst... Wir freuen uns, dass er da ist. Worüber wir uns nicht so freuen, ist, dass wir selbst auf die Idee kamen, hey, wir haben hier ja so eine Tür, die etwas unkonventionell verschlossen ist. Und dahinter ist eine Person, die sieht sehr, sehr vertrauenserweckend aus. Das sind bestimmt unsere Freunde. Ja, meine Freunde bewegen sich auch so und antworten auch nicht. Machen wir doch die Tür auf. Zum Glück fehlt uns, denke ich, noch das Equipment dafür, aber das müssen wir jetzt wohl suchen. Wir haben ein Stemmeisen. Damit funktioniert es wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Unsere Masterschere? Nein. Gut, dann müssen wir erstmal weiterschauen. Waren wir hier schon drin? Achso, die Türen waren, glaube ich, zu. Ja, hier war wieder eine der Masterclass-Toiletten, ja. Gut, gehen wir weiter nach rechts. Oh, was ist das? Ein großer Mülleimer, er ist verschlossen. Noch. Nichts passiert, ne? Es ist bestimmt ein langer Zug, oder? Ja. Oh, schicker Speisesaal. Tut ja nicht not, schnell zu gehen. Ein kleines Stück Papier ragt unter einem Teller heraus. Noch so ein Bild. Meine Puppen sind meine Freunde. Ihre Freunde waren meine Puppen. So konnten wir spielen. Immer. Okay. Das war nicht creepy. Was haben wir hier? Jetzt ist es verschimmelt, aber damals waren das sicherlich ganz feine Speisen. Ja. Schade, ne? Etwas zuerst vertragen können. Ist hier so ein Nee, ist das ein Speiselift? Nee, was ist das? Ist ein Büro oder sowas? Durch die Tür komme ich nie durch. Damit? Nichts passiert, okay. Was, wenn Sen in dem Raum eingesperrt ist und mir nicht antworten kann? Oh nein, das ist ein Rätsel. Moment, kann ich mit ihm interagieren? Kann ich mit ihm irgendwas machen? Hallo, kann ich mit dir reden? Nein. Wenn ich die Taschenlampe ausmache? Okay, das nützt mir nichts. Farbverdünner? Hält immer noch Flüssigkeit. Aber wofür? Wofür brauche ich die? Vielleicht kann ich das vergammelte Essen damit wieder frisch machen. Nein. Kann ich mit ihm? Ich muss mal eben kurz in den Optionen gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, mit ihm zu interagieren. Wahrscheinlich nicht. Dass man den Charakter tauschen kann? Nö. Nö. Ja, danke für nichts. Yuta. Durch die Tür komme ich nie durch. Aber wahrscheinlich musst du wieder rein. Aber womit? Das war sonst nichts, ne? Das Bild. Wie kriegen wir diese Tür auf? Mülleimer. Mal versuchen, damit geht es nicht. Und, oh. Schere wahrscheinlich auch nicht, ne? Einfach Trial and Error mit dem Farbverdünner? Vielleicht, nö. Ist verschlossen. Ja, danke für die Hilfe, Yuta. Oh Gott, Rätsel. Da bin ich ja so ein großer Fan von. Nein, ich mag Rätsel, aber ich bin nicht sonderlich gut darin. Waschbecken unter dem Spiegel. Ich sollte hier nicht mehr herkommen. Es ist eklig und hier gibt es eh nichts, was mir weiterhilft. Ach, danke für den Tipp. Eine schmutzige leere Toilettenschüssel. Der Hebel fehlt jetzt. Ach so, jetzt stimmt, das haben wir woanders genutzt. Okay, das war ein dezenter Hinweis. Hier müssen wir nicht mehr rein. Lässt sich nicht öffnen. Können wir da einbrechen? Ich meine, wir haben ein Stemmeisen. Nichts passiert. Es ist versperrt. Moment, ich glaube, ich bleibe hier draußen. Warum ist das die Toilette? Warum? Ich habe etwas Klaustrophobie. Ich ertrage es nicht, in diesen winzigen Zugabteilen zu sein. Oh, okay. Wenn du meinst. Ich will nur kurz etwas nachsehen, dann bin ich gleich wieder da. Klar doch, ich warte hier draußen. Und er wird nie wieder gesehen. Was machen wir denn mit dem Strick? Können wir den irgendwie abschneiden und nutzen? Nichts passiert. Jo. Eine winzige Schlinge. Ich finde sie sehr gruselig. Auch warum? Was machen wir denn damit?
Im All nichts passiert. Steht irgendwas Nützliches im Tagebuch? Oder im Notizbuch? Das sind diese Rätsel. Ich glaube, es ist noch nicht das, was wir brauchen. Schmeckerchen ist auch, ne? Heller Mond leuchtet am Himmel. Nö. Erstmal nicht. Was mit ihm? Ich dachte, du würdest nie wieder rauskommen. Wohin jetzt? Ich war eine Minute weg. Hier haben wir eigentlich auch schon alles, ne? Was stand da? Knochentrockenes Waschbecken. Dagegen haben wir noch was. Nichts. Vielleicht draußen? Da wir jetzt zu zweit sind, vielleicht müssen wir noch draußen. Hier ist dieses... ja, diese tolle Hand. Sie sieht fast aus, als würde es etwas warten. Ja. Muss man ihr was in die Hand geben? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist auch keine gute Idee, so eine Hand mit einer Schere in die Hand zu drücken. Im wahrsten Sinne. Hier ist nichts. Wahrscheinlich beschwert sie sich gleich, dass wir nicht rausgehen können, bevor wir unsere Freunde gefunden haben. Moment, im Schrank ist ein angebauter Mini-Safe. Wenn ich durch das Labyrinth käme, könnte ich den Safe vielleicht öffnen. Hä, wie? Wie kann ich das denn nutzen? Ja, aber hä? Das Labyrinth, ja, und wie kann ich das machen? Kann ich gerade irgendwie nicht. Ein Feuerlöscher, ein schmutziger Händeabdruck, ja. Ja, schick. Was war hier? Die Hälfte davon fehlt. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, zu den Zelten zurückzugehen. Ja, aber wofür ist es denn der richtige Zeitpunkt? Wie kann ich denn dieses Rätsel da lösen? Ich kann ja nicht drauf zugreifen. Das Fenster wird ja sofort wieder... Muss ich das irgendwie mit... Wenn ich durchs Labyrinth komme mit dem Stemmeisen, dann... Nein. Nö. Hä? Kann ich das irgendwie... Ich drück hier irgendwas? Nö. Nö, das geht nicht. Könnte ich den Safe vielleicht öffnen? Ja. Ja. Toll. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben hier nicht mehr viel. Die Hälfte fehlt, ja. Kann ich die andere Hälfte rausschneiden? Nein. Diese Hand, die auf irgendwas wartet, aber auf was? Ein tolles Speichertelefon. Ja, da warte wieder draußen. Wir haben hier dieses Schling, aber damit können wir doch nichts machen. Oder? Was sollen wir machen? Wir haben jetzt auch nicht so die große Auswahl. Also selbst mit Trial and Error sollte man dann recht schnell... Nö. Nö. Wenn ich mir die angucke, kann ich auch nichts machen. Dann sagt sie nur, was das ist. Und dann wartet das. Ja. Ja, schön. Ja, du dachtest, ich würde nie wieder rauskommen. Genau. Hier ist es versperrt. Können wir hier nichts machen? Ein blutroter Farbspritzer verdeckt das, was in die Tür geschnitzt wurde, teilweise. Ja, aber da kann ich ja auch nicht... Was kann ich denn da was sehen? Ins Abteil gucken. Kann ich hier aufs Inventar? Nee. Ich kann ins Abteil gucken. Niemand antwortet, der Umriss steht still und stumm da. Ja. Kann ich nichts dran ändern. Hat sich gerade irgendwas im Gemälde bewegt? Dadurch wird das eingebildet. Wahrscheinlich eingebildet. Das Schloss ist verrostet, lässt sich nicht öffnen. Kommen wir auch nicht rein. Vielleicht können wir uns mit der... Nö. Hä? Okay, die Toilette sollen wir nicht mehr. Aber hier war doch auch nichts. Hier ist der Mülleimer, den wir nicht aufkriegen. Mit nichts und niemandem. Können wir irgendwas mit Jutta machen? Hallo? Nö, irgendwie nicht. Oh Gott, das ist schon das erste Rätsel im Spiel und schon verkackt er. Typisch.
Sicherlich ganz feine Speisen. Ja, was machen wir denn damit? Nimm die doch mit. Zerschneide sie in kleine Teile für unterwegs. Verdünne sie. Mann. Diese Tür, da kommst du nicht durch. Ja. Durch die Tür komme ich nie durch. Ja. Aber du könntest sie doch irgendwie aufmachen. Vielleicht. Nö. Nö. Ja. Vielleicht müssen wir hier ohne Taschenlampe lang. Das ist ja das Einzige, was wir machen können. Nö, alles nö. Vielleicht müssen wir diesen super seriösen etwas in dem Raum ohne Taschenlampe reden. Das Teil gucken. Nö. Beim Klopfen wir da oder klopfen? Ach nee, wir, ja klar, wir klopfen. Hä? Nein! Oh. Ich glaube, wenn wir häufig genug klopfen, wird es bestimmt funktionieren. Nein. Nein! Oh nee. Es kann doch nicht so schwer sein, aber was haben wir denn für Optionen? Hä? Hier, diesen Schrank, der übrigens, der ist ja schon offen. Also was wollen wir dann? Achso, da weil da drin ein Safe ist, ja stimmt. Wenn ich durch das Labyrinth käme. Ja. Aber wie, wo, was Labyrinth, hä? Ist das die Kugel in der Mitte ist es, weiß ich nicht. Können wir da irgendwie uns irgendwie drehen? Nee, können wir nicht. Hä? Warte mal, wenn wir. Ändert sich irgendwas? Ach, nee, kann ich gar nicht. Ach, hier ist auch nur ein nutzloser Feuerlöscher. Ein schmutziger Fingerabdruck. Ja, was machen wir damit mit einem schmutzigen Fingerabdruck? Nichts. Können wir ihn verdünnen? Nichts. Nüscht. Ja, das ist ja jetzt toll. Das ist eine spannende Folge. Davon fehlt. Ist nix. Vielleicht habe ich auch irgendeine grundlegende Mechanik des Spiels nicht verstanden. Ich habe nicht so viele Tasten zur Verfügung. Sag doch mal was. Mann. Wahrscheinlich auch nichts. Nö. Haben wir irgendwelche Gegenstände übersehen? Kann ja eigentlich nicht sein. Was ist denn mit der Hand? Sieht fast so aus, als würde sie auf etwas warten. Ja, aber auf was? Nee. Nö. 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 Wie noch? Nee, haben wir nicht. Hä? Jo. Das ist doof. Super. Das Einzige, was wir machen können, ist nochmal hier ein tolles Telefon benutzen. Jo. Hier ist doch nichts. Vor allen Dingen, er sagt, oh, ich bin klaustrophobisch, ich komme nicht in diesen Raum, aber hier auf diese Mini-Toilette, die offensichtlich nur für eine Person ausgelegt ist. Da geht er mit rein. Es muss dann doch hier irgendwas hier mit diesem Raum zu tun haben, oder nicht? Wenn er schon draußen wartet, weiß ich nicht. Was machen wir denn hier? Ich lag mal irgendwann was, aber wir können nur die Schlinge benutzen. Ja. Aber die benutzen wir auch nicht. Wir sehen nur, dass da eine ist. Ja, top. Ja. Wie er immer Panik schiebt. Da kommen wir auch nicht rein. Das ist versperrt. Da können wir auch nicht uns irgendwie den Weg durchprügeln oder so. Nein. Ja.
Schwer zu sagen. Ich würde einfach mal sagen, es war eine super Folge. Ich gucke hier noch ein bisschen rum und wir schauen, dass wir es in der nächsten Folge vielleicht besser hinkriegen. Bis dahin würde ich sagen, Dankeschön. Tschüss.